weil heute ist der 18.10.2020. Ich war jetzt 6 Tage im Spital wegen meinem Rücken. Aber es ist nichts rausgekommen und ich habe keine Schmerzmittel mehr bekommen. Also habe ich mich heute entschieden, nach Hause zu gehen. Momentan geht's mein Kreuz ganz gut. Also mein Rücken und es tut zwar etwas weh, aber es geht. Nicht so krass wie im Spital. Es war irgendwie kompliziert, weil ich ja schon Morphine als Tabletten nehme und diese mich müde machen und zu schlechten Atmung führen. Und jetzt haben sie mir 4 Tage noch ein anderes Morphin gegeben. Aber man hat gemerkt, der Körper braucht immer mehr. Immer mehr und mehr. Und jetzt haben sie die Morphine wieder abgestellt, außer Lustagin. Was ich sowieso schon seit Jahren nehme. Und es wurden natürlich die Schmerzen unerträglich. Aber diese Morphine führen natürlich dazu, dass man weniger atmet und dass man sozusagen an Atemdepression leidet. Und meine Atmung war die letzten Tagen so wenig, dass ich die ganze Zeit müde war. Also nur geschlafen habe und natürlich machen Morphine müde. Aber die ganze Zeit schlafen ist halt auch nicht normal. Und jetzt haben sie sich entschieden, dass ich das Kreuz wieso aushalten muss. Und dass wir alternativmedizinisch etwas versuchen, Massagen, Akupunktur und so weiter. Und ich hoffe, dass das, wenn Anke mich morgen oder übermorgen massiert, dass das was bringt. Und wenn eine Bekannte Akupunktur bei mir macht, dass es auch gegen die Schmerzen hilft und dass es mir dann endlich wieder besser geht. Bei meinem Matthias ist nichts rausgekommen. Ich habe zwar einige kleinere Schäden an der Wirbelsäule. Aber es ist nichts, was schlechter geworden ist oder was ein Vorfall ist oder eine Entzündung oder so. Das konnte ausgeschlossen werden. Und damit konnten sie mich heute auch entlassen. Ich habe schon wieder eine akute Blasenentzündung, die natürlich auch zurück wird zum Winter. Aber ja, die wird jetzt mit Antibiotika behandelt und sollte in den nächsten Tagen abklingen. Ja, das ist eigentlich alles, was ich euch erzählen kann. Ich war im Doppelzimmer. Deswegen habe ich kein Video machen können. Es war relativ ruhig auf der Station. Sehr viele Männer mit Schlaganfällen. Oder demente Frauen. Ich habe mir das Zimmer mit den dementen Damen geteilt. Die hat mich immer wieder gestreichelt, wenn ich geschlafen habe. Oder wenn ich fast geschlafen habe. So, dass ich es noch mitbekommen habe.
Und dann ist sie wieder gegangen und sie war recht nett, aber wir haben uns nicht wirklich unterhalten. Und man konnte sich auch mit ihr nicht unterhalten, weil sie zu schlecht beieinander war. Sie ist den ganzen Tag im Tagraum gesessen, hat das Fernsehen geschaut oder mit den Leuten dort gesprochen. Und ja, man konnte sich kaum mit ihr unterhalten. Es war ja wieder Vollmond. Ich habe wieder total schlecht geschlafen. Und es hat auch noch kein Ende. Ich muss Mama heute fragen, ob sie mir Ängste noch zusätzlich gibt. Und ja. Ich bin schon sehr müde, wie ich auch merken werde. Ins Spital kommen und aus dem Spital kommen. Ist immer sehr anstrengend für mich. Und die vielen Medikamente jetzt haben mich auch ziemlich zusammengedrückt und ja. Aber die Schmerzen machen mich auch sehr fertig und ich weiß nicht, was mir lieber ist. Schmerzen oder Medikamente. Beides nicht so tolle Wahl. Aber naja. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut, ciao. Hau rein. Bis zum nächsten Mal.